Hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, wir waren beschäftigt hier in unserem kleinen Haus. Ich meine, ihr habt ja schon fast erraten, was es ist. Oder so, fast, ihr habt es, glaube ich, erraten. Ist ja jetzt auch nicht mehr allzu schwer, das zu erkennen. Wenn wir einmal von der Ferne drauf gucken, dann sage ich auch, was es wird. So. Ferne heißt von hier aus. Das ist fast fern. Gehen wir mal hier rüber. So, von hier aus. Genau. Man sieht es, glaube ich, es wird ein kleiner asiatischer Tempel. Ja, kleines Gut, ne? Das ist eigentlich das größte Gebäude, was ich bis jetzt auf dieser Map gebaut habe. Naja, aber trotzdem klein, weil andere Leute bauen das schon relativ groß und im Gegensatz zu denen ist das wirklich klein. Genau, es gibt mir natürlich genau die Axt kaputt. Das war ja klar. Aber ich habe ja hier oben eine Workbench irgendwo stehen, ne? Genau da. So, machen wir uns mal direkt eine neue Axt. Nee, doch nicht, ich habe keinen. Gibt's ja nicht. Dann machen wir uns mal eine Holzaxt. Das ist ja fast gut. Naja. Fällen wir mal hier den Baum jetzt. Wo ist der jetzt mit der Holzaxt? Naja, besser als nichts. Da habe ich auch noch eine Workbench, überall Workbenchen stehen. So. Nehmen wir mal das Holz und bauen mal hier oben zu. So, ne? Genau. Und dann machen wir mal hier 1, 2, 3, beim vierten machen wir einen. Das ist von der Seite auch. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passt. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, die machen wir 1, 2, 3, 4. Und dann passt es in 1, 2, 3. Passt nicht in das dritte. Das passt. Genau. Dann machen wir das auch so. 1, 2, dritte. 1, 2, dritte. Sehr gut. So, die ziehen wir natürlich bis oben hin. Ist das in der unteren Etage auch nur 3 hoch? Bevor da oben das kommt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Mal eben unten gucken gehen, ne? So, immer runtergehen. Zack, zack, zack. Das hier ist 1, 2, 3 und dann kommt die Reihe. Und das Dach kommt aber erst da drauf. Okay, verstehe. Ja, das ist natürlich doof, können wir da keinen Eingang reinbauen. Aber wir müssen ja eh von unten eigentlich her hochkommen. Ich weiß noch nicht wie. Das sehen wir dann aber. Oh, ich habe ja noch unheimlich viel Sand mit. So, das heißt, wir gehen erstmal Cobblestone Farm. Mit den Cobblestone bauen wir uns dann ein paar Schippen. Und mit den Schippen gehen wir Sand farmen. Das ist der Plan. Ich weiß, mit den Schippen brauche ich natürlich nur 3 Stück. Einen natürlich nur. Aber ich brauche mal eben die ganze Wand weg. Damit es gleichmäßig bleibt hier drin. So, dann ist das hier auch schon wieder. Da haben wir schon wieder 33 Cobblestones. Dann ab zum Workbench. So, dann machen wir mal gleich 2 Schippen. Ah, ich habe ja noch welche, das ist gut. Und da wir auch Sand farmen wollen, müssen wir jetzt mal hier was abstellen, ne? Moment, da brauche ich mal eine Kiste, aber die setze ich dann in den Dojo. Dojo, in den chinesischen Tempel, Dojo, was auch immer, setze ich es dann schon mal rein. Wohin nur, weiß ich nicht. Muss ich mal hinterher gucken. So. Und da lassen wir jetzt sowas wie Gravel und Wolle lassen wir hier. Und die Kaktus brauchen wir auch nicht, die Federn sowieso nicht. Das hier brauchen wir erst wieder fürs Dach, denke ich mal. So. Rohes Fleisch haben wir. Toll.
rohes Fleisch. Heißt, der braucht nochmal schnell einen Ofen. Ofen brauchen wir mal schnell. Cobblestone haben wir ja. Haben wir nicht drin einen Ofen? Dann habe ich vielleicht, das ist egal. So, da setzen wir den Ofen hin. Da gucken wir mal zwei Dinger da rein. Eigentlich eher drei. Und dann warten wir bis zwei fertig sind. Eins ist mir direkt, oder zwei ist mir direkt, weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, fertig. Das essen wir jetzt mal schnell. So, und dann nehmen wir noch zwei am besten mit. Kommt Pork Shop. Ach, hab ich ja noch genug. Ja, dann ist ja alles gut. So, dann gucken wir mal, wo die Sonne steht, eben schnell. Da ist ein Sand, den holen wir uns. Aber erst muss ich gucken, wo die Sonne ungefähr ist. Doch, ganz oben. Ah, ganz oben nicht mehr, aber das reicht wahrscheinlich, um eben loszuhaufen. Volle. Und dann zu holen. So. Machen wir den Abkürzung da unten irgendwo. Irgendwo hier so. Ja. Oh, 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 oh. Quatsch. Nein, Quatsch. So. Da gibt's Sand. Da klauen wir uns was. Ja. So, ich kann auch mal darauf hinweisen, dass mein Gewinnspiel immer noch läuft. Für das 200 Abonnenten-Special. Ich weise euch nur mal darauf hin. Also, ihr könnt noch kreative Kommentare schreiben. Ein paar sind schon dabei. Es sind auch welche, die sind sehr schlecht. Aber es gibt noch ein paar Kommentare, die richtig kreativ sind und richtig schön. Und ich habe schon so die ersten rausgeschrieben, die ihr eventuell gewinnen könnt. Was jetzt noch nicht, aber noch nicht feststeht, weil es läuft, wie gesagt, noch. Es können also auch jede Menge andere Kommentare geschrieben werden. Auch von denen, die auch schon Kommentare geschrieben haben. Ich habe ja gesagt, mehrfache Ernennung ist möglich. Also einfach mal sich trauen, irgendwas Kreatives schreiben. Wer die Frage nicht mehr kennt, muss die Folge sich angucken. Da wird die Frage gestellt. Ja. Vielleicht ist es euch ein Anspruch, wenn ich euch sage, dass der Gewinn von mir selber persönlich eigenhändig erstellt worden ist. Zum Teil. Weil den anderen Teil hat die liebe Glykantra für mich produziert. Ich verrate euch aber nicht, wer was davon gemacht hat. Aber Glykantra und ich haben halt das Giveaway aus meinem Special zusammengebastelt. Vielleicht ist es ja noch der Ansporn für den einen oder anderen. Jo. So. Sandfarm ist natürlich jetzt nicht ganz so spannend. Das kann ich euch noch sagen. Ich würde ja jetzt über Bücher reden, aber auf mein letztes Buchthema habe schon wieder keiner reagiert. Aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Ich kann euch erzählen, was ich im Moment lese. Im Moment lese ich nämlich von dem guten, schlechten, was auch immer, also von dem Thorsten Fink heißt er, genau. Der hat so eine schöne Trilogie rausgebracht und davon lese ich gerade den ersten Teil, also bin so gut wie fertig. Und der nennt sich Die Diebin. Die Tochter des Magiers ist der Untertitel. Ja, finde ich, ich habe in letzter Zeit noch sehr viel schlechtes Zeug gelesen. Und ich finde das schon wieder ganz gut eigentlich. Also das kann man sich gut durchlesen. Nicht so gut wie das letzte, was ich vorgestellt habe von Tony Canavan, aber es geht in eine ähnliche Richtung und deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ja, spoilen werde ich nicht. Wer es lesen kann, lesen will, der kann, sollte es lesen. Wer mehr wissen will, explizit, kann mich auch persönlich anschreiben. PN soll helfen. Da antworte ich drauf und kann euch dann schon mal sagen, wie dieses Buch an ist, also wie es ist, was dann vorkommt, so ein bisschen wenigstens. Kommt immer noch an, ihr könnt mir den Grad sagen, wie viel ich spoilen soll. Ein Spoil-Grad sozusagen. So nach dem Motto, ja, erzähl mal so ein bisschen, was denn da wo abgeht. Oder, ja, ich würde schon gern wissen, ja, ein paar mehr Details da rein. Oder halt so, ach, erzähl mir einfach das ganze Buch. Ja.
können wir das handhaben, genau. Schreibt mir einfach, was ihr wollt, und dann kann ich euch was dazu sagen, ohne dass ich jetzt hier im nein, Let's Play über das Buch spoilen muss. Also, wollte ich noch sagen, wie der Name schon sagt, Thorsten Fink ist natürlich ein deutscher Schriftsteller. Ist also was anderes als Trudy Canavan, die irgendwo in den USA lebt, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube schon. Ja. Deswegen ist er auch nicht besser als andere. Nee, aber ich mag auch deutsche Autoren. Da geht wenigstens bei der Übersetzung nichts verloren. An Spritz, Vitalität und hast du nicht gesehen. Was mache ich denn da? Was? So, für einen Vergleich habe ich natürlich gleich wieder 24 Stück hergestellt. Normal, dann macht ihr auch mal so. Wie auch schon unten bauen wir hier oben auch Sand als Zwischenwände. Das sollen diese quasi die Papierwände darstellen. In den asiatischen Tempeln ist ja alles immer so aus Papier gebaut, also zumindest kennt man es so aus Film. Ich war noch nie da, aber ich glaube, Film ja fast alles. Not. Ja. Und ich baue es einfach hier aus Spaß. Nicht, weil ich es in irgendeinem Film gesehen habe, sondern weil ein User das in die Comments geschrieben hat und das haben wollte. Deswegen baue ich euch jetzt diesen wunderschönen asiatischen Tempel. Und ich sage wunderschön, weil ich von mir selbst überzeugt bin, dass er wunderschön wird. Nein, ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird er auch grottenhässlich und ihr sagt hinterher, oh mein Gott, was hast du denn da gebaut? Reiß das bitte sofort ab, oder ich muss mich übergeben. Das könnt ihr natürlich schreiben, also in den Comments könnt ihr unten reinschreiben, wie ihr das Gebäude findet, ob ihr es gut oder schlecht findet, oder wie ihr es findet, dass der Rasamund keine Türen reinbaut, sondern alles immer vergisst.